reicht dann auch. Was ist das denn? Guck dir das mal an. So. Schminkspiegel. Das ist übrigens Bus Nummer 1. Und wird auch der einzigste bleiben gerade, oder? Ja, wahrscheinlich. Nee, wenn wir beim Carry aussteigen, ja, müssen wir dann einen anderen Bus zu dir nehmen. Nee, dann kommt das selbe nochmal 140. Da können wir auch drin bleiben. Und wer zum Carry-Imbiss möchte, der fährt zu Heidemann. Oh mein Gott, Heidemannstraße, ich kann mich nicht mehr halten. Warum? Oder Paracelsus. So, wir befinden uns jetzt in der Heidemannstraße. Da ist das Autohaus. Da ist der Carry-Imbiss. Da ist der Carry-Imbiss, den man nicht sieht, und es regnet. Und ich hätte mir eine Jacke mitnehmen sollen, aber nein, nichts. Jetzt muss ich erstmal hier ran und erstmal gucken, was da los ist. Hallo! Ja, servus, grüß Hallo, Carry-Mann! Ja. Ich muss mal reingucken hier, es ist so nass draußen. So. Da wird man direkt freundlich begrüßt. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier essen wollen, weil Pupsi kennt sich gar nicht aus. So, wie gesagt, wir sind wieder bei Carry Imbiss in der Heidemannstraße. Ja, das ist der Carry-Mann. Guckt euch nochmal an hier. Immer nett, immer freundlich, immer total begeistert, wenn man hier reinkommt. Und neu im Angebot gibt es jetzt auch XXL-Döner und XXL-Düdüm. Natürlich auch in der Chili-Cheese-Variante. Normalerweise immer Chili-Cheese-Döner hier essen, aber jetzt mal probieren XXL Chili-Cheese-Döner. Wie groß ist der? Wie sieht der aus? Wie schmeckt der? Hoffentlich genauso, nur halt noch mehr Chili-Cheese für die ganze Familie. Guckt euch das doch schon mal an. Hier liegt einfach schon ein halbes Fladenbrot, ja. Normal ist so ein ganzes Teil da, man macht 4 Döner draus. Und jetzt habt ihr hier einfach direkt ein halbes, denn der Hannes möchte auch einen XXL Döner. Hier ist schon Fleisch abgeschnitten. Da habt ihr noch den Dönerspieß, das Fleisch, wie es hier liegt. Es dampft schön, es ist richtig warm. Draußen regnet es, hier ist schön warm, richtig gut, wie in der Sauna. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das alles zubereitet wird. Werde mal die Kamera drüber halten. Alles klar, wir fangen jetzt einfach mal damit an. Hättest du auch doppelt so großes Papier gebraucht, oder? Ja, das war leider nicht lieferbar. So. Wir haben hier richtigen Schmelzkäse, kommt in den heißen, dampfiges Brot rein. Heißes, dampfiges Brot mit Schmelz. Und es gibt ja auch die Orient-Variante, hast du hier meint? Genau, die gibt es auch mit Schafskäse. Wo dann hier drüben also Schafskäse drin ist, statt den Schmelzkäse, das ist auch nochmal ein Unterschied. Kann man sich also auch wählen, ob Schaf oder Schmelz. So. Wunderbar, schön das Fleisch reingeworfen. Also, ich kenn. Salat darf natürlich nicht fehlen. Kraut. So, und das Schönste an den Döner, die Zwiebeln. Zwiebeln, genau. Zwiebeln sind wichtig. Genau. Dann ich habe heute schon Zwiebelringe gegessen. Ja, merkt man noch nichts. Jetzt mal ohne Panade, ne? Einfach nur mal so. Die schönen Jalapenos. Was natürlich wichtig ist, die Jalapenos, genau. Die dürfen nicht fehlen. Ich bin süchtig danach, sage ich immer wieder. Und hier haben wir natürlich, wie immer, unsere Spezial-Curry-Soße. Spezial-Curry-Soße. Hausgemacht. Hausgemacht. Die kommt da mit drauf, auf jeden Fall, weil sonst schmeckt das Ganze wirklich fast null. Und dann tun wir hier nochmal schön Fleisch rein. Fleisch! Okay. Und dann natürlich das, was da scharf. Ramses so gerne macht. Ein bisschen scharf drauf. So. So sieht er jetzt aus. Guckt euch das an. Der XXL Chili Cheese. Und den gleichen kriegt der Hannes auch. Ja? Der Ramses, genau. Du bist jetzt der Ramses. Komischerweise, immer wenn man hierher kommt, gibt es irgendeine andere scharfe Soße, die man mal probieren kann. Jetzt ja auch. Der Hannes nimmt mal eine Gabel. Probiert mal, was er dazu sagt. Wie das schmeckt, ob das scharf ist. Er sieht immer noch aus wie ein Hannes. Ne? Geil. Schön fruchtig das halt. Schön fruchtig, aber die soll doch scharf sein. So. Ja. Wer sich erinnern kann, es gab ja mal die afrikanische Soße. Da haben wir sogar dann ein Näpfchen mitbekommen und haben das mit zum Zangel genommen, zur Zangels Chili-Bude, dass der auch mal probieren kann, weil der auch einen Kanal hat. Aber wollen wir hier auch mal eine Gabel nehmen. So. Schmeckt ein bisschen tomatig, ein bisschen aber auch wie
So Kräuterliches dabei, ein bisschen Essigartiges. Es hat was von Sambal Oleg oder so, glaube ich. Ja. Auch. Das ist aber sehr lecker. Schmeckt eigentlich wie eine gute Tomatensoße. Für eine Arrabbiata oder so, die man sich da reinhauen kann. Ja, das ist ja jetzt wenn man hier drin rummehrt, muss man das ja eigentlich auch essen. Das kann man ja sonst. Ich glaube, dann ist die Soße, glaube ich, weg. So, wir haben das Essen vom Curryman, vom Curry Imbiss jetzt natürlich mitgenommen. Fahren jetzt noch fix zum Hannes. Wir haben es gleich geschafft. Es ist schon mitten in der Nacht, guck. Ich möchte euch den aber jetzt noch mal zeigen und kurz sagen, es war wieder mal richtig genial, den Curryman zu sehen. Er hat auch noch mal gesagt, Ramses, du bist mein Gast, ich lade dich ein. Du bist ein Freund für mich, sonst wie. Das fand ich richtig genial. Ich meine, hätte ja sein können, er sagt einmal, das mach mal so. Und beim nächsten Mal, naja, ist wieder anders. Aber auch dieses Mal musste ich nichts bezahlen und habe mein Essen völlig kostenlos bekommen, weil er immer noch davon schwärmt, dass ich damals das Video gemacht habe, den Chili-Cheese-Döner getestet habe. Und seitdem er so viele Chili-Cheese-Döner auch verkauft hat und Leute gekommen sind, extra wegen dem Video. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Er sagt das aber so. Hat er gesagt, gut, brauchst du nichts bezahlen. Das wären für den XXL auch 10 Euro noch was gewesen. Jetzt ist das Licht aus. Muss ich wieder anmachen. 10 Euro noch was gewesen. Dann Pupsi war dran. Pupsi wollte gerade bezahlen. Hat er gesagt, was? Ach, noch was? Ach komm, hier. Hat ihr ihren 10-Euro-Schein wiedergegeben. Hat gesagt, ihr seid die Ramons. Ne? Das passt schon so. Also auch Pupsi hat ihr Essen kostenlos bekommen. Am Anfang hat er gefragt, Ramses, was willst du? Ramses Frau, was möchten Sie? Fand ich einfach genial. Richtig gut drauf, der Typ. Jetzt wollen wir uns aber mal den Döner angucken. Der liegt jetzt nämlich gerade hier. Jetzt stelle ich das mal kurz hier ab. So. Ihr seht, das ist ja richtig hier. Eigentlich zwei Döner in einem. Mal aufmachen. Das ganze Papier weg. Jetzt habt ihr hier drin eigentlich wie eine Dönertasche dieses ganze fette, pfropfige Teil. Ich weiß nicht, wie man das sonst noch zeigen soll. Guckt euch das doch an. Ein XXL-Döner vom Curryman. Ich drücke noch mal auf das Licht. Ich hoffe, das passt. Das Papier machen wir hier runter. Wir sehen also hier schön die Füllung. Ihr wart ja dabei, als er belegt wurde. Und beißen jetzt einfach mal in die Mitte rein. Richtig genial, die Schärfe ist da. Es ist trotzdem nicht trocken. Das Fleisch, das muss Pudenfleisch sein, irgendwas, Pude, Hähnchen, richtig zart. Die Jalapenos am Start geben schöne Würze dazu. Und der Schmelzkäse. Ihr denkt vielleicht, ah, Schmelzkäse hier, das ist doch richtig billiger Kack. Das passt so gut dazu. Und ich kenne niemanden, der Schmelzkäse in seinen Döner macht. Also Dankeschön nochmal an den Curryman vom Curry Imbiss. Und wenn ihr mal in München seid, geht mal Heidemannstraße Curry Imbiss und sagt mir selber, wie ihr den Chili Cheese Döner dort findet. Und ich weiß nicht, was wir noch machen, aber wir müssen ja noch einkaufen.